Herzlich willkommen zu Stunt Art. Die einen lieben sie, die anderen verdammen sie, die allermeisten aber gehören zumindest einer an. Die Rede ist von der Nation. Wie kann es aussehen, ein zeitgemäßes Konzept für die Nation im zivilisierten 21. Jahrhundert? Darüber hat sich die deutsche Kulturwissenschaftlerin und Friedenspreisträgerin Aleida Aßmann Gedanken gemacht. Ihr neues Buch, Die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen, ist im CH Beck Verlag erschienen. Ja, Frau Aßmann, Sie verteidigen in Ihrem neuen Buch das Konzept der Nation gegen Linke und Liberale einerseits und gegen die Vereinnahmung durch Rechte andererseits. Wenn wir uns jetzt überlegen, warum wir die Nation fürchten, dann müsste das relativ einfach zu beantworten sein für Leute, die ein bisschen Geschichte gelernt haben. Warum aber brauchen wir die Nation so dringend, wie Sie meinen? Ja, erstmal möchte ich mich ein bisschen anders positionieren. Ich verstehe mich selbst als linksliberal, also muss ich sie nicht gegen die Linksliberalen verteidigen, sondern versuche, diese Position überhaupt erstmal stark zu machen. Diejenigen, die vielleicht auf dem ultralinken Spektrum sich darauf jetzt verfestigt haben, dass Nationen abzuschaffen sind, genau, bei denen versuche ich Gehör zu bekommen. Und diejenigen auf dem ultrarechten Spektrum, bei dem habe ich diese Hoffnung weniger, weil die sich sehr festgelegt haben. Aber was in der Mitte übrig geblieben ist, ist ein sehr weites und breites Spektrum, was ich an der Universität erlebe, und das nenne ich mal linksliberal. Und das ist eine Tendenz, die Nation einfach mal stillzustellen, liegen zu lassen. Ich würde nicht sagen dämonisieren, aber doch tabuisieren. Es ist so etwas entstanden, wie ich möchte es fast nennen, ein N-Wort. Ja? Wer sich mit diesem Begriff auseinandersetzt, der ist schon in Gefahr, in einer rechten Ecke zu versacken. Und insofern haben ganz viele, vor allem auch die Studierenden, gelernt, oh, das müssen wir unbedingt vermeiden. Wir haben also etablierte Vermeidungsstrategien entwickelt, die eigentlich dazu geführt haben, dass man dieses Thema völlig ignoriert hat, ja geradezu vergessen. Jetzt kommt diese Kritik am Nationskonzept ja daher, dass man sie vor allem mit Nationalismus und dann letztlich auch dem Faschismus schnell verbindet. Sie machen aber in Ihrem Buch sehr deutlich, dass das Konzept der Nation ja auch mit der Demokratieentwicklung ganz klar verwurzelt ist. Was sind denn noch so Dinge, die die Nation einfach für uns nötig machen? Das Thema interessiert mich jetzt auch wirklich biografisch, und zwar unter den Voraussetzungen der Veränderung dieses Nationalstaates. Und für mich ist da eigentlich die entscheidende Wende die EU. Und zwar durchaus gerade auch die erweiterte EU nach 1990. Und das Entscheidende ist dieses, dass es hier eine Staatengemeinschaft gibt, die zum Teil, also zum sehr großen Teil aus Diktaturen entstanden ist, im Westen wie im Osten. Also da haben viele Staaten sehr viel gemeinsam. Sie haben Gewaltgeschichten hinter sich. Sie haben den totalen Zusammenbruch und Deutschland sozusagen im Mittelpunkt des Verursachers von Gewalt, Auslösers von Gewalt in diesem globalen Maßstab, und haben nach 1945 so etwas wie Prinzipien entwickelt, nach denen sie gemeinsam sich organisieren wollen. Und das nenne ich eine Zähmung von Nationalstaaten. Ich unterscheide hier, Nationalstaaten können alles sein, jede Form der Regierung. Aber in diesem Fall nenne ich den gezähmten, den zivilen Nationalstaat. Und das wäre das Gegenteil zum unzivilen oder militanten oder militärisch organisierten, auf Freund-Feind ausgerichteten Nationalstaat. Diese Entscheidung, das ist eine Wegmarke in der Geschichte, die ich enorm begrüße und die ich auch historisch einmalig finde. Wo gäbe es das, dass sich ein ganzer Verbund von Nationen einigt, jetzt nicht über ihre Kultur, nicht
über ihre Geschichte. Es gibt keine gemeinsame Geschichte der EU, wie wir wissen. Das Museum kann sie auch nicht ausstellen. Aber sie vereinigen sich auf vier Prinzipien, wie ich sie genannt habe. Und das hat sehr viel zu tun mit Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit, Friedenssicherung, mit einer neuen Form von Erinnerungskultur, die selbstkritisch und dialogisch ist und vor allem auch der Anerkennung der Menschenrechte. Also wenn diese Prinzipien verallgemeinert werden, dann gibt es so etwas wie einen Schutz dieser Prinzipien durch den Verbund der EU. Jetzt arbeiten Sie sich auch an dem Konzept der Politologin Ulrike Garro ab, dem auch der Schriftsteller Robert Menasse zustimmt, die ja fordern eine Etablierung einer Republik Europa, wo die Nationen zugunsten eines regionalen Europas, regional konstruierten Europas zurückschalten sollen. Finden Sie solche Tendenzen gefährlich? Also zunächst mal habe ich große Sympathien dafür, was die Intention angeht. Also die Intention ist ja eigentlich, den rechtlichen Status aller EU-Bürger anzugleichen und zu sichern. Also ein demokratisches, solides Fundament in der EU, genau das würde ich sagen, daran muss weitergearbeitet werden. Und wenn dieses Konzept in die Richtung führt, wäre es mir auch hochwillkommen. Was ich nicht sehe und nicht auch akzeptieren kann, ist, dass Nationen, einfach weil sie Nationen heißen, automatisch als in ihrer Tendenz genuin nationalistisch wahrgenommen werden. Das ist bei Robert Menasse der Fall. Er geht davon aus, dass jede Nation immer wieder auf diesen rechten Abweg kommt. Und er sieht auch nicht die EU als ein Versicherungssystem dagegen. Da haben wir einfach eine andere Ausgangslage. Und was Frau Garro angeht, so würde ich einfach mal stark machen, die ganze Dimension der Geschichte und Kultur. Ich bin ja nicht Politologin wie Sie und denke nicht so über Strukturen nach, das kann sie viel besser. Aber ich denke mir, was macht historisch den Nationalstaat aus? Und da bin ich wieder eigentlich bei Dahrendorf, der gesagt hat, dass weiterhin, also er sagt, bis 50, 100 Jahre werden wir weiter einen Nationalstaat haben. Und das Entscheidende ist, dass dieser Nationalstaat der Träger der Umsetzung von Rechten ist. Und das gilt auch letztlich für die Menschenrechte, für alle außerstaatlichen Rechte, die müssen innerhalb von Staaten dann auch umgesetzt werden. Also für mich ist nicht der Staat der Gegner dieser Rechte, sondern die Form und der Rahmen, in dem sie zur Geltung kommen können. Mhm. Viel ist heute die Rede von gespaltenen Nationen. Sie greifen auch das in Ihrem Buch auf. Ganz klar hat es uns im letzten Jahr wahrscheinlich die USA vor Augen geführt. Wir haben es hier mit Identitätskämpfen zu tun. Also einerseits hatten wir Black Lives Matter, die zum Beispiel mit Denkmalstürmen reagiert haben auf Denkmälern von Rassisten oder eben Sklavenhaltern. Andererseits gab es dann auch diesen Kapitolsturm von rechten Trump-Anhängern. Was passiert bei solchen symbolischen Akten? Was findet da statt? Was mich grundsätzlich interessiert, ist die Frage, inwiefern es eine Gesellschaft schafft, sich über ihre Schlüsselereignisse in der Geschichte Rechenschaft abzulegen, beziehungsweise auch einen gemeinsamen Konsens darüber zu finden. Und mir fällt auf, dass in vielen Nationen Europas, und die USA ist jetzt vielleicht eines der eklatantesten Beispiele, es einen solchen Konsens über Schlüsselereignisse in der Geschichte nicht gibt. Aber inzwischen sieht man, dass da ein großes Defizit herrscht, denn es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, und das ist die schwarze Bevölkerung, die bereits seit dem Civil Rights Movement, seit den Anfang der 60er Jahre, darauf insistiert, in diese amerikanische Geschichte einbezogen zu werden. Jetzt beschäftigen Sie sich in Ihrem Buch auch mit der jüngsten Arbeit des US-Politologen Francis Fukuyama, der ja auch zu den neuen Identitätskämpfen in den USA zuletzt eine Theorie entwickelt hat.
die grob gesagt meint, dass diese Identitätskämpfe zwar richtig und wichtig seien, aber dass sie auch zu einer Spaltung der Gesellschaft, zu einem Auflösen des sozialen Zusammenhalts führen. Sein Lösungsansatz besteht jetzt darin, dass eine Art von inklusiver Nation, inklusiver Nationalismus geschaffen werden müsste, der alle diese Gruppierungen wieder unter einem gemeinsamen Banner quasi vereint und an einen Tisch bringt, wie auch immer das dann passieren soll. Ist das für Sie ein Konzept, das weit weg ist von Ihrer Vorstellung, oder stimmen Sie dem in groben Zügen auch zu? Also Fukuyama ist ein gutes Beispiel, denn er stammt selbst aus so einer in dem Fall asiatischen Einwandererfamilie, eben diese ehrgeizigen Weißen, die die großen Chancen dieses amerikanischen Traums wirklich umsetzen konnten. Und er hat deswegen nach wie vor dieses Konzept vor Augen, wenn er an eine Integration denkt. Und er hat zu wenig Blick eben auf den ganzen Anteil der nicht weißen Bevölkerung in USA, für die er, glaube ich, noch nicht so hellhörig geworden ist. Sein Konzept heißt ja Bekenntnisnation. Und was Bekenntnisnation ist, habe ich selbst ein Jahr in den USA erlebt, als ich da in die Schule ging. Da wird nämlich immer um 11 der Unterricht unterbrochen und alle stellen sich in Richtung Fahne und legen einen Fahneneid ab. Ja, und dann pledgen sie Allegiance to the United States and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Und ich muss sagen, dieser Satz, with liberty and justice for all, das ist ein großartiges Bekenntnis, kann man ruhig jeden Tag wiederholen, in einer Gesellschaft der Einwanderer und der vielen Herkünfte. Das könnte eine gute Einheitsformel sein. Aber sie verkennt, dass es so etwas gibt wie einen systemischen Rassismus. Solange eine Geschichte hinten runterfällt und nicht eingesetzt wird oder als eine partikulare Geschichte gehandelt wird. Ich nehme mal den Black History Month. Ja, das ist der Februar. Wir sind jetzt gerade im Februar. Da wird die schwarze Geschichte erzählt. Ja. Aber alle anderen Monate des Jahres spielt das keine Rolle. Und auch beim Black History Month sind die schwarzen Klassen unterwegs und gehen in die Museen und machen ihre Aktivitäten. Ich sehe da so etwas wie zwei Parallelgesellschaften mit unterschiedlichen Narrativen. Und solange das anhält, werden sich auch die Strukturen nicht verändern. Passiert vielleicht in den USA auch zu viel einfach nur an der Oberfläche? Also versucht man Dinge über Repräsentation alleine zu lösen, dass da der Amtseinführung von Joe Biden wurde zum Beispiel Amanda Gorman, die junge schwarze Dichterin, Kamala Harris ist jetzt die erste nicht weiße Vizepräsidentin. Allerdings war Barack Obama ein schwarzer Präsident. Wie, wenn man alles über Repräsentation löst, gibt es da auch ein gesteigertes Enttäuschungspotenzial dann dadurch, wenn sich oben scheinbar alles zum Besseren wendet, aber unten relativ wenig passiert? Trotzdem würde ich nicht unterschätzen, was Symbolpolitik bedeutet. Und da hat Biden schon mal einen sehr guten Instinkt bewiesen und hat mit diesem Instinkt hat er ja auch wirklich vollkommen gegen die herrschenden 4 Jahre, die wir jetzt hatten, sich erstmal manifestiert. Und dass Kamala Harris nun an der Spitze ist und dass die erste Frau, die es soweit schafft, dass das eben eine sogenannte farbige ist, eine POC, und dass dann diese großartige, ganz blutjunge Dichterin plötzlich in dieses Ritual der Einführung einbricht, kann man nur sagen, und in einer Explosion von Kreativität so etwas aufgehen lässt, wie einen vielleicht zweiten Moment, I have a dream, ja, aber in dieser ganzen Tradition und mit allen Konnotationen, also das hat die Welt ergriffen, würde ich sagen. Und von Enttäuschung möchte ich jetzt erstmal noch gar nicht sprechen. Ich würde mal sagen, es war eine sehr weise Form der Symbolpolitik. Natürlich muss dieser Symbolpolitik etwas folgen. Man darf es nicht dabei belassen. Dann käme genau die Enttäuschung, von der Sie sprechen. Und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass diese Worte auch praktische Umsetzung finden. Nämlich die Worte, dass er wieder Präsident der gesamten Nation werden will.
Das muss er dann aber auch in praktischen Formen umsetzen. Frau Aßmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.